Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 Stadtbach 2020. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Und wir sind hier weiter fleißig am Kalken, beziehungsweise ist das Feld jetzt gleich fertig. Und dann können wir es ansehen, aber wir müssten gleich mal den Drescher auftanken. Ah, das habe ich vorhin, also für mich vorhin, für euch in der vorigen Folge, nicht gesehen, da habe ich nicht drauf geachtet. Oder mal eben ganz schnell reinspringen und gucken, wie viel der denn noch hat. Und dann müssen wir natürlich reagieren. Müssen wir also doch zur Tankstelle fahren. Beziehungsweise, wenn wir den reparieren, wird der dann auch aufgetankt. Gleich mal eben gucken. Das weiß ich nämlich jetzt gar nicht. Aber reparieren müssen wir dann nämlich auch. Und ja, nicht nur den. Wie man sieht, auch den Steyr hier. Aber gut, die haben schon ein bisschen was gemacht, ne? Die haben da schon ein bisschen was gewuppt. So, gut, das haben wir jetzt fertig. Dann werden wir mal eben ganz schnell nach dem Drescher gucken. Ja gut, wenn wir den jetzt reparieren, ich weiß nicht, ob das dann... Boah. Teuer. Nein. Aufgetankt wird der so nicht. Wo kriege ich denn jetzt hier Benzin, also Diesel her? Wo ist denn hier eine... Ach hier, beim Hof. Stimmt. Beim Händler. Uiuiui. Und jetzt von da ganz hinfahren zum Auftanken. Okay. Ich glaube nicht, dass der das schafft, das Feld zu ernten. Und ich glaube, da kommen wir fast nicht drum rum. Alternative. Warte mal. Wir haben doch... Ich habe doch hier... so ein Anhänger, der das theoretisch kann. So ein Service-Anhänger. Genau. Annehmen. Den hier, genau. Und dann so ein Service-Anhänger habe ich doch auch mit drauf genommen. Okay, mit dem ginge das auch, aber so viel brauchen wir gar nicht. Oder habe ich den runtergeschmissen? Er muss ja. Sonst wäre der, glaube ich, bei Sonstiges drin. Hier kann der nicht sein. Ja gut, aber dann nehmen wir einfach den hier. Hauen da... Sprit rein und dann fahren wir damit. Kostet denn 8.500? Ja. Harz? Ich weiß nicht. Das würde ich, glaube ich, ganz gut finden. Und mit diesen Reifen. So, 9.000 kostet er jetzt. Ja, das machen wir mal. Bevor wir mit dem Drescher jetzt zurückfahren zur Tankstelle, machen wir das jetzt lieber mit dem Steyr oder mit dem hier. Das ist ja letztendlich egal. Ja, da habe ich auch nicht dran gedacht. Aber das ist ja gar nicht schlecht, wenn wir den haben, weil den werden wir bestimmt nochmal wieder gebrauchen können. Damit wir eben mit dem Drescher nicht immer zur Tankstelle oder auch mit anderen Fahrzeugen, ne? Dann können wir das lieber so lösen. Ich glaube, das ist ganz gut. So. Dann lassen wir die beiden mal eben nach Hause fahren. Und Abmarsch. So, ja, der ist auch in Bewegung. Perfekt, das hat geklappt. Wow. So natürlich nicht. Auto kommt nicht. Perfekt.
Ja, ich habe verstanden, dass der aufgetaucht und abgeladen werden musste auch noch. Ja, dann können wir jetzt auch gleich mit beiden Fahrzeugen losfahren. Den Hürlimann nehmen wir wieder mit dem Kipper und den Steier nehmen wir mit dem Tank. Und werden dann, ja, wieder mit beiden zusammen zum Feld fahren. Das macht ja Sinn. Wir sind eh beide dahin. Vorsicht, Lupo. Genau, danke schön. Ja, und dann... Ich wollte gerade sagen, wo ist er denn? Ah, er kommt. Ja, moin. Ja, alles klar. Nicht so schnell. Mensch, 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 du. Da hat es aber jemand eilig. Du musst sowieso mal eben ganz kurz abkippen. Mal kurz schauen. Müsste immer noch bei der Lagerhalle sein. Also es wäre auch schön, wenn wir vielleicht irgendwann mal woanders verkaufen dürften, ne? Wir verkaufen irgendwie immer hier bei der Lagerhalle. Ach, wir werden zwar jetzt nicht die 9000 für den Anhänger wieder rausbekommen, aber zumindest etwas. Oh, fast. 8,5. Ich habe es nicht mitgerechnet. Dann können wir gleich, warte mal, wie kommen wir denn jetzt gleich da am schnellsten hin? Hier durch? Ja, das macht am meisten Sinn, ne? Haben wir hier gleich gerade durch. Dann können wir mit dem Birdie-Mann auf unserem Hof eben kurz warten. Okay. Moment. So. Wir müssen uns mal echt ein bisschen beeilen, weil Zeit ist eigentlich Geld. Und wir haben irgendwie beides nicht. Ich lasse den hier stehen, weil wir müssen den nachher noch sauber machen. Deswegen fahre ich den mal gerade hier rein. So. Dann müssen wir jetzt noch gleich den Anhänger voll tanken. Ich nehme zumindest mal nicht an, dass der getankt ist oder so. Oder dass der quasi das Benzin oder das Diesel einfach so dabei hat. Den müssen wir wahrscheinlich immer erstmal voll machen. Was ja logisch ist. So, da steht er. Guck mal, hier Pflanzenschutzmittel haben wir hier auch noch stehen. Also auch ein schickes Gerät. Sieht zwar jetzt eher nicht aus wie eine fahrende Tankstelle, aber gut. Nein, ich. Genau, den wollte ich auffüllen. Okay, alles klar. Das scheint ein bisschen länger zu dauern. Wir fahren mit dem hier schon mal zum Feld. Eieieiei. Leute, da geht unser Geld flöten. Da geht unser gutes Geld flöten. Traurig. Aber wir brauchen es. Wir brauchen es. Es nützt nichts. Und Diesel wird ja jetzt auch nicht schlecht. Rostzi, ich komme. Bin auf dem Weg.
Ah, ich glaube, das war jetzt hier rechts. Ja, ja, da sieht man schon den Schneidwerkswagen auf der kleinen Karte. Sehr schön. Ja, da hinten ist das Feld. Kann man ja schon sehen von hier aus. Super. Es geht, ist gar nicht so weit. Also die anderen Felder sind genauso weit entfernt. Das passt. Wir können mit dem hier aber auch halt deutlich schneller fahren als mit dem Drescher, ne? Muss man halt auch sagen. So. Jetzt hat der Drescher noch. Ja, ein bisschen kann er noch fahren damit, das passt. Ich weiß auch gar nicht, wie viel denn da eigentlich reingehen in den Drescher. Wie viel Liter? Also, wir haben jetzt 3000 gleich dabei. Ich würde sagen, das lassen. Das passt dann erstmal. Ja, 3000 Liter nehmen wir mit. Und dann fahren wir erstmal los, würde ich sagen. Sonst stehen wir hier wahrscheinlich morgen noch. So, komm. Nun fahren wir erstmal los. Vorne gucken wir natürlich auch nicht verkehrt. So. Rechts rein, jawohl. Was haben wir denn noch so vor heute? Was müssen wir noch machen? Ansehen, genau. Wir müssen die Sämaschine noch zum nächsten Feld schicken. Gut, aber da müssen wir jetzt erstmal den Drescher auftanken und dann die Sämaschine zum Feld 84. Dort machen wir dann ja, können wir eigentlich auch Gerste drauf machen, dass wir mal wirklich von einer Sorte wirklich viel haben. Ich glaube, das wäre mal gar nicht schlecht. Und nicht immer fünf verschiedene Sachen. Obwohl Gerste vielleicht auch vom finanziellen her nicht das Klügste gewesen ist. Oder wir machen da einfach mal Ackergas. Nein, wir machen da Ackergas drauf. Genau, Ackergas. Das machen wir. So, dann müssen wir den Kollegen mal eben anhalten. So. Und der hier, jetzt müsste ich gleich natürlich mal gucken. Die Blinker gehen nicht. Uiuiuiui. Das ist aber nicht gut. Einfach auf R. Ah ja. Los. Perfekt. Wollte eigentlich noch einen schönen Screenshot machen. Man ja auch nicht alle Tage. So. Der Drescher kann also weiterfahren. Und ups. Und wir fahren wieder zurück zum Hof. Ja. Dann haben wir das auch erledigt. Ein bisschen im Stress sind wir hier, ne? Und das mit eigentlich gar nicht so vielen Feldern. Und Tiere haben wir auch noch keine. Wie soll denn das werden, wenn wir noch Tiere haben? Ganz wichtig, Leute. Ackergras, 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 Ackergras. Nicht schon wieder das Falsche ansehen.
Das müssen wir aber leider in der nächsten Folge machen. Ich sehe nämlich gerade, wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. In der nächsten Folge dann, wie gesagt, Feld 84 ansehen mit Ackergras. Weiter abernten, Geld verdienen mit Sojabohnen. Und möglicherweise, ja, ich glaube, ein Feld werden wir nächste Folge noch nicht kaufen können. Das wird sich, glaube ich, nee, das wird nicht gehen. Also kommt darauf an, wie viel wir jetzt von dem Feld 139 runterbekommen an Sojabohnen. Aber ich glaube eher nicht, dass das passt. So, ich werde offscreen die Sämaschine schon mal zum Feld schicken. Oder bringen, wie auch immer. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Auf der Stappenbach 2020 hier auf meinem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.